Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, was haben wir denn vor, Jasmin? Die Basic-Frage. Was war das denn? Achso. Ich möchte dein Freund sein. Wie sich das angehört hat, ey. Ich habe dir eine Einladung geschickt. Ach Gott. Oh ja, stimmt ja. Ich habe ja die Taschen noch voll. Geteilte Quest. Stufe 1 säubern wurde von Jatze angenommen. Ja, schön. Können wir das ja auch mal machen. Bei Nacht. Ja, da habe ich schon die ganze Zeit drin. Eine Nacht- und Nebelaktion. Nee, warte mal. Den brauche ich noch. Hast du denn ein paar leckere Speisen für uns vorbereitet, Jasmin? Musst du da mal gucken, in der... Bin ich hier oben. Hä? Was kannst du essen denn? Hier, drinne. Ach, ein Glück. Aber ist nicht viel. Ah, das ist nicht gut. Ja, wir haben nicht viel. 12 Fleisch nehme ich nochmal mit. Ist das die richtige Kiste? Oh. Was kam denn hier noch alles rein? Nö, nö. System ist überladen, Jasmin. Hm. Möchtest du eine Stufe 3 Axt haben? Ich habe eine über. Ist zwar Stein, aber Stufe 3. Ja. So, jetzt haben wir nur noch Ärztehilfe und Lebensmittel. Vergiftung. Wenn wir das trübe Wasser trinken würden. So, was hast du denn da? Boah, Speck mit Eiern. Meine Leibspeise in der Apokalypse. Du bist so gut zu mich. Achso, hier, ich lege dir mein Werkzeug zu Füßen. Und, wie sagt man? Danke. Ja, ach, brauchst dich doch nicht bedanken, das mache ich doch gerne. Hatten wir nicht eine Kiste für Saatgut? Ja. Hier, Zutaten hatten wir auch. Habe ich jetzt alles weg? Die Mollys noch und das einschmelzen? Ach, du bist das. Jasmin. Hm? Ich habe mich erschrocken. Ich dachte, was ist denn da auf der Terrasse? Ja, herrlich. Wir sind so am Arsch, Blutmund. Aber wir haben doch nur Zeit, Jasmin, bitte. Nee, wir sind schon bei Tag 6. Ja. Da sind ja noch 24 Stunden, ne? Ich würde gern noch was ausprobieren. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Moment ist. Also einmal haben wir ja das Problem, dass dieser Laufsteg hier vorne diesmal sehr kurz geworden ist. Ja, sieht doch kacke aus irgendwie. Ja, es ist halt nicht unsere endgültige Unterkunft, ne? Aber ich habe mir auch überlegt, die gehen doch auch Leitern hoch.
Wenn man hier so eine Leiter, denn... Oder hier direkt eine Leiter, eine Klappe hochkant und die dann einfach wegprügelt. Was wäre die bessere Option? So, ich wollte definitiv ein paar Holz-Stachelfallen machen, ne? Holzstachelfalle. Machen wir erstmal fuffig. Man denn den Wasserfilter her? Gott, da bin ich ja fast pleite. Den kriegst du vom Händler. Mit teures Geld. Günstiges Geld nimmt er nicht mehr. Haben wir Bier? Nee, ne? Nee. Weil mit Bier, wenn wir besoffen sind, können wir besser verhandeln. Da wirken wir unberechenbar. Da hat der Angst, der Händler. Aha. Jo, dann wollen wir doch mal kicken hier. Schon mal ein paar platzieren. Schwebt die hier? Gut, ein bisschen Zauberei muss ja auch sein, ne? Jasmin. Ich meine, wo ist der Zauber sonst hin? Man will zu den Mücken kommen rein. Die größten Mörder unserer Geschichte. Die Mücken. Mücken. Weißt du, woran du merkst, dass Mücken brutal sind? Bud Spencer hat einen Film gedreht, der hieß, man nannte ihn Mücke. Wenn Bud Spencer das schon sagt, dann muss da was dran sein. Ja, genau. Ich sehe halt nicht besonders viel hier. Ich weiß ja nicht, ne? Mal abgesehen davon, dass das hier furchtbar aussieht, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich seinen Zweck erfüllt. Oh mein Gott! Das sieht so furchtbar aus. Hast du angefangen, um die Hütte Holzstachelfallen zu machen? Ja. Alter Schwede, Jasmin. Du Tier. Da kommt ein Hund. Ist der doof. Er läuft erstmal schön durch. Oh nein, der Arme. Wir sollten ihn essen. Ist er nicht vergammelt? Da kommt noch einer. Ich bin so blöd, ich hänge unter der Leiter. Ein Glück bin ich nur Teilzeit dumm. In Vollzeit dumm hätte ich es gar nicht geschafft. Alter, warum kommen denn jetzt so viele Hunde hier? Kurz vorm Blutmond. Ich hol uns mal noch ein bisschen Gammelfleisch. Ein bisschen Tierfett. So, ich denke, das Haus ist auch erstmal soweit sicher. Hm. Ja, halbwegs ja, ja, ja. Vielleicht, naja, nee, glaube ich nicht, aber... Du hast es wunderschön gemacht, Jasmin. Lass dich nicht von den ganzen negativen Kommentaren beeinflussen, dass du das nicht kannst. Mhm. Irgendwie kriegst du meistens nur die negativen Kommentare. Man sieht ja auch, wie kacke ich bin. Und man weiß ja auch, wie kacke du bist. Ja.
Ich bin nun mal scheiße. Ich bin scheiße und ich bin stolz. Oh, Leute. Oh, da war er. Das sieht doch aus wie neu, ja? Pavel repariert. Pavel tauscht aus. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich kann es mich auch ruhig Patrick nennen, also ich bin da nicht so. Aber was hast du denn? Ich meine nicht. Steht nicht selbst im Testament geschrieben, du darfst keinen anderen Gott hinten, haben außer mir? Auf der Straße ist ein Reh. Hast du eine Richtung für mich? Ja, auf der Straße. Ja, links. Oh ja, ich seh's. Ein gewaltiger Hirsch. Oh. Wo gehe ich denn immer da rein? Na, beim ersten Versuch, Jasmin, beim ersten Versuch. Aber ich habe keine Steine, deswegen kann ich mir auch keine Pfeile machen. Aha. Auch gut. Oh. Sie sind so süß, wenn sie schlafen. Ja. Was war das? Hm. 20 Fleisch habe ich bekommen von dem Reh. Spenderlös, es war. Gleichwohl es mir das Fleisch nicht freiwillig geben wollte. Also wir kommen nicht weit, glaube ich. Meinst du Blutmond? Ja. Wieso? Weil wir kaum Pfeile haben. Wie viele haben wir? Nix. Ja, du hast doch alle meine Federn gehabt. Ja, wir haben aber kaum Stein. Und 178 Federn sind nicht viel. Ah. Das sagt dann nichts mehr. Fass mein Schweigen nicht als Zustimmung auf, Jasmin. Eher als fassungslos. Warst du unten gucken wegen den Steinen? Bin ich doch gerade. Ich kann ja nicht alle verbrauchen. Hä? Nein. Warum? Was? Hier ist so eine Stelle verbuggt. Ich kann da keine Stachelfalle hinsetzen. Skandalös. Ein Fall für die Bild-Zeitung. Skandalös, Jasmin. Es ist skandalös. Das letzte Mal, dass mir sowas passiert ist, das war beim letzten Mal. Und das hat mich schon geschockt. Hm. Ich gehe jetzt aus Frust Bäume hacken, Jasmin. Hm. Ich werde diese wunderschöne Kiefer den Erdboden gleich machen. Ist das eine Kiefer? Fichte? Oh. Jasmin! Was denn? Was denn? Wo denn? Ich sehe nichts. Da war ein Igel oder so. Ich hab es. Da. Hä, wo denn? Stirb, du Ungetüm! Hä, wo ist er denn? Hinterm Blumenbeet hat er sich verkrochen. Der Feigling. Aua, da kommt da der Feigling. Ja, er hat mich zweimal erwischt. Und du bist wieder infiziert? Ich bin schon die ganze Zeit infiziert. Ich werde das so lange machen, bis ich immun bin. Das kann ich. Ganz schön viele Hunde hier, ey. Ja. Ein bisschen doof, wenn die jetzt schon alles kaputt machen. Ja, definitiv kracht das hier zusammen, ey. Ich glaube, der ist im Haus. Meinst du, dort war einst ein Hundezwinger? Hey, in welchem Haus? Drüben oder was? Ja, er ist vom Dach gefallen.
Ah, da kommt noch einer. Ja, den meine ich. Das ist der, den ich mit dem Pfeil angeschossen habe. Wer ist denn zu mir gekommen? Das waren zwei. Ja, das ist mir sicher. Kommen ganz schön viele Hunde. Logische Schlussfolgerung, dass das zwei waren. Einer ist ja schon gestorben. Blitzbold. Ich habe heute einen lustigen Tag, Jasmin. Hm. Heute gehe ich steil. Oh, ah, scheiße. Oh, ist ja doof und läuft selber drin, ey. Ja, ich wollte den dahinter reparieren. Ja, und deswegen bist du reingelaufen? In den vorderen, ja. Mhm, genau. Oh, 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 oh. Psst. Hm? Psst. War das ein Hund? Oh mein Gott. Er ist weggelaufen. Alter, Drama Queen sich hier heute. Ich dachte, das ist ein Reh. Der prügelt sich jetzt auch durch die Hütte. Ich denke, du warst drüben. Nee, ich bin jetzt hier bei uns an der Leiter. Nee, ich meine, ich denke, du warst drüben schon mal gucken. Ja. Nee, der ist gerade da reingelaufen. Ach so? Ja, ja. Der kommt dann auch wahrscheinlich oben raus. Wir sollten vielleicht diesen Ministeg hier noch abbauen. Ja, mach doch. Damit die nicht versuchen, darüber zu springen. Und das Geländer. Du machst das sehr gut, Jasmin. Du machst das sehr gut. Bravo, Jasmin. Sehr gut gemacht. Darf ich einmal rein, bitte? Bitte. Mann! Weißt du was? Ich brauche deine Hilfe nicht. Ich kann Parkour... Nee, ich springe jetzt hier nicht rüber. Wenn ich es verkacke, dann falle ich voll auf die Stachel fallen. Ich habe mich reingeschummelt. Wo ist mein Trinken? Haben wir noch Goldrutentee? Ah, sind wir dumm. Wieso wir? Kannst du aus den zwei Wasser Goldruten-Tee machen? Ich habe ja. Goldruten-Samen. Ich habe unten habe ich noch Plänzchen-Anteile dafür. Brauche ich nicht. Oben habe ich noch Plänzchen-Anteile dafür. Brauche ich nicht. Weil dann können wir uns nochmal aus dem Graben satt trinken und dann nochmal Anti-Durchfall-Tee trinken. Ich hab die ganze Zeit Tee bei mir. Du brauchst dich gar nicht so drehen. Findest du das nicht ein bisschen egoistisch, die ganze Zeit mit dem Tee rumzulaufen, während ich hier durste? Nö, du fragst ja nicht. Oh. Mann! Hund, 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 Hund. Zu zweit könnten wir es schaffen. Wartest du jetzt auf den da oder was? Nee, ich schaff den Baum noch, bevor der rauskommt. Eine wunderschöne Eiche habe ich geschlagen. Daraus werden wir ein Schiff bauen. Das klingt ja gemeingefährlich. Der ist auch nicht alleine da drin. Na, denn? Da kommen gleich die ganzen Freaks raus, ey. Aus der Hütte? Ich glaube. Hört sich auf jeden Fall so an. Hört sich an, als wäre da noch wer anderes mit bei.
Ich habe jetzt dafür gesorgt, dass du in bequemer Pose kochen kannst. Hahaha, ha, ha, nicht lustig, du. Dummi. Dummi? Ich gehe woanders Bäume fällen. Und ich hau, hau, hau auf die Fichte hier drauf. Drauf, drauf, ist eigentlich eine Kiefer, Kiefer, Kiefer. Doch dafür kriege ich Holz. Oh. Und ich hau, hau, hau auf den Kiefer drauf. Auf den Kiefer. Ja, der kommt auch gelegentlich vor hier in dem Spiel, ne? Habe ich denn schon einen Skillpunkt? Kann ich mehr Holz erwerben? Nein, natürlich nicht. Ich muss unbedingt anfangen zu buddeln und zu bauen, Jasmin. Und aufzuwerten. Warst du das eben? Nein. Hast du eben so gemacht? Ja. Ah, okay. Gewiss wolltest du mir keine Angst machen. Gleichwohl du wusstest, dass ich dich verwechseln würde. Aha. Ach ja. Mühsam ernährt sich das Murmeltier, oder wie heißt es? Weißt du, was wir uns domestizieren sollten? Hm? Ein Biber. Dann könnte der für uns Holz holen. Ah, 11% infiziert. Meine Ausdauer leidet. Das liegt nicht daran, dass ich fett bin und rauche wie ein Schlot. Komm schon. Und ein noch. Ah, wieso haben wir keinen Honig? Ich würde gern wissen, kann ich Baumstümpfe provozieren, dass die entstehen? Wenn ich so einen vertrockneten Baum sehe und würde den nicht fällen, sondern ignorieren, so wie den da hinten, meinst du, der wird im Laufe des Spiels... Oh Gott, habe ich mich erschrocken, du Misthöhle! Zu einem Baumstumpf? Na, 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 na. Ich habe den so spät gesehen. Der kam aus den Schatten, Jasmin. Aus den Schatten der Dunkelheit. Ja, ist gut. Mein Puls ist auf 360. Mei, mei. Jetzt bin ich wach. Ich brauche heute Nacht Schlaftabletten, damit ich noch einschlafen kann. Ich nicht. Der hat mich gerade so erschrocken. Auf das auch so heute. Das war ein Zombie. Ich hoffe, wenn wir auf dem Balkon stehen, nutzen die auch die Treppe. Nicht, dass die alle hier versuchen, die Bude kaputt zu hauen. Also wenn wir da sind, wo du jetzt bist, ja, okay. Dann kann ich das nachvollziehen, dass die versuchen, die Wand einzuprügeln. Aber ich hoffe, das machen die nicht, wenn wir da sind. Das wäre dezent doof. Das wäre so ein bisschen wie ich. Au! Das wäre absolut so wie ich. Sehr doof. Säubere das Gebiet. Hey, ich habe doch eigentlich Buddeln genommen. Das ist nicht meine Staffel. Du hast meine Quest angenommen. Meine machen wir zuerst, dann machen wir deine. Nö. Ja.
We have to, Jasmin. We have to. Jetzt ist natürlich ein bisschen... gut, dann muss ich halt einmal aus dem... Ich geh mal aus dem Graben sübbeln und dann gehe ich mal hier zum Sammelpunkt, die vergrabenen Vorräte finden, nicht? Wie viel haben wir eigentlich schon aufgenommen? 25 Minutes, Jasmin. 25 Minutes erst. Du hast noch mindestens 4,5, 8 Stunden Spielzeit vor dir. Heute bin ich nicht alt. Sei mal nicht so. Nee. Du bist doch schon alt, Jasmin. Was? Na, fällt nachher aus, dass ich die Treppe runter. Oh nein, ein angekündigter Unfall. Nein, ich kann hell sehen. So, eine Hexe. Ist wie mit dem Gewicht, was ich letztes Mal richtig hatte. Du hast recht, ich sollte dich verbrennen, bevor du anfängst Eier zu legen und mich zu verfluchen. Ah, da hinten ist ein Hund. Und wo bist du? Da hinten. Ja, hier sind voll viele Hunde, ey. Ich sübbel mir hier mit 200, bis die Blase überläuft, einen rein. Mach mal. Das müsste schon lange reichen. Aber wir können uns meinen Gesundheitsstatus Die Hunde kommen auch gezielt hierher, ey. Jo. Das reicht genitiv. Ich warte mal mit dem goldroten Tee, vielleicht kriege ich ja gar keinen Durchfall. Ich habe keinen gekriegt. Wo möchte ich denn hin? Ich muss 1 Kilometer in die Richtung und dann kann ich eine Buddelquest machen. Möchtest du mit mir buddeln? Mm-mm. Möchtest du nicht? Am besten wäre, wenn wir uns auf den Blutmond vorbereiten. Aber Jasmin... Wir müssten Steine kloppen. Ja, und lass uns das in der Richtung tun. Nee, ich möchte nicht mehr so weit jetzt laufen. Aber Jasmin... Nee. Aber... Nix aber. Ich möchte nicht so weit laufen. Jasmin, im Leben eines jeden Menschen kommt einmal der Zeitpunkt, wo man sagt, ich brauche dich jetzt. Lass mich nicht los. Ich möchte aber... Und dieser Zeitpunkt ist jetzt. Oh, ich möchte nicht noch eine Runde spielen. Was? Ich bin echt voll müde, ey. Koch dir einen Kaffee. Nein. Nur weil es mitten in der Nacht ist. Hast du schon mal überlegt, dass du auch morgen noch ins Bett gehen kannst? Ganzen Tag mit Kindern in Action, das ist schon nicht ohne. Hör auf, welche zu klauen. Na, als ob, ey. Geh ich wieder zurück. Ich klau doch keine Kinder. Ja, dann wollen wir noch Stein abbauen zumindest? Mach doch. Und deine Wenigkeit? Nach oben. Aber du könntest runterkommen. Was ist denn das hier für eine... Was ist denn hier? Eine Luke. Eine Luke? Was ist das für eine Luke? Da vorne wäre Stein. Warum ist hier eine Luke? Da ist auch Stein? Weiß ich nicht. Ich dachte, da muss man das zumachen. Kann ich dir leider nicht beantworten, Jasmin. Aufgrund mystischer, unvorhersehbarer Ereignisse ist ein Gelöft entstanden. Musst du mal zumachen, bin zu blöd dafür immer. Ist das ein Stein? Kann das sein? Tatsache. Psst, Jasmin! Mach doch gar nichts. Robin Hood ist in der Haus. Das hättest du sehen müssen. Ich hab's gehört. Ja, fein. Ich steche es nur ab, weil ihm ein Bein fehlt. Oder zwei. 3 Beine. Das
war der einzige Grund, warum ich es erlösen musste. Wie viele Natursteine darf ich dir denn sammeln? Genug. Okay. Würden wir beispielsweise bis morgens um 4 spielen, hättest du die Möglichkeit, ordentlich Pfeile herzustellen? Ich spiele hier nicht bis morgen früh. Ich hasse das Leben außerhalb des Games. Das ist voll mit Pflichten und Arbeit und Zeit ohne Computer. Jetzt ist meine Axt kaputt gegangen. Aber gewieft, wie ich nun einst bin, habe ich sie repariert. Mhm. Oh, bei der ganzen körperlichen harten Arbeit hier, Jasmin, glaube ich, müsste ich heute noch massiert werden. Hm? Extra. Hm? Mhm. Oh. Bin gerade richtig. Ich glaube, selbst wenn du topfit wärst, wäre deine Antwort nein gewesen. Ja, auch, aber ich bin gerade richtig durch. Dieses triste Leben muss ich erdulden. Oh. Deine kloppen und dann kaputt ins Bett. Oh, da ist ein Zombie. Ein Zombie. Woher willst du wissen, dass das ein Zombie ist? Vielleicht identifiziert er sich ja als lebendes Individuum. Oh, halt bloß die Klappe, ey. Ein Einkaufs-N-Wagen. Nee, wie hast du das hier? Oh, ey, wenn ich die Alte schon sehe, ey. Kennst du dieses ältere Pärchen? Beiden Frauen? Die, du meinst da, diese die eine, die so... Ja, so wo die ja? Wo die Reporterin sagt, oh, ich habe sie jetzt mit die Damen angesprochen. Ja, wo die rumpupen, weil ja. Die werden, möchten so nicht angesprochen werden. Oh, Alter, da ja. Krieg ich ja ein zu viel. Ich bin und dafür, die dass die auch, Schilder kriegen oder so Armbinden oder so. Und die sagt auch, wegen Einkaufswagen und so sagt sie N. Ja, ja, ja. Wenn man das alles Wagen, mit, oh, genau, wenn man das alles Alter. Mit N's machen würde, wäre alles geschlechtsneutral. Alter, N's gehen die Klapse, N's. Aber ich finde, die müsste denn, also wenn ich jetzt eine Person bin, ne? Als Beispiel, ich wäre ein Mann. Ich identifiziere mich nicht als Hundefutter. Nein! Oh nein, oh nein. Jasmin, Jasmin! Ich hab... Wegen der verdammten Infektion! Ich sterbe. Ich habe keine Chance mehr. Auf jeden Fall haben die für mich einen an der Waffel und die können nicht mehr reden, ey. Ich bin diese Staffel schon so oft gestorben. Ich nicht, bin auch nur zu Hause. Aber ich habe gerade einen Zombie getötet. Ich glaube, ich werde nachher zur Entspannung erstmal mit dem Föhn baden gehen. Na, mach das. Aber mach nicht so viel Wasser da bitte rein. Kostet alles Geld. Nee, ich finde, die müsste halt, also angenommen, ich wäre ein Mann, ja, und ich identifiziere mich jetzt als Kuckuck. Und ich würde mich dran stören, wenn Leute mich aber mit Entschuldigung, Herr, Sir, Mister oder so ansprechen, ne? Ich finde, da müsste man eine Armbinde oder irgendwas tragen, damit außenstehende Personen dem auch gerecht werden können. Tut mir leid. Weil es möchte ja auch nicht jeder geschlechtsneutral angesprochen werden. Die haben psychisch eine Waffe, das gab es früher auch nicht. Das gab es früher bestimmt, aber es war halt nicht, es wurde nicht publiziert. Ey, ich, nee. Das Schlimme ist, dass bei so einem Blödsinn immer ein Trend losgetreten wird, den sich dann manche Leute auch mit Überzeugung anschließen, obwohl die eigentlich gar nicht so sind. Das hört sich an, als wenn die Schlaganfall haben geredet. Ja, das ist eine Modeerscheinung, das geht auch wieder. Nee, das bleibt. Die Tripper. Sie ist, oder Herpes. So eine Kacke bleibt immer, ey. Nein. Sie sprechen und. Ach, nein, doch, Jasmin, die deutsche Sprache hat sich so oft weiterentwickelt, ha?
Vor allem, es sind ja Frauen. So, es gibt ja nur zwei Geschlechter, Mann und Frau. Nur biologisch gesehen. Mental natürlich haben wir... Ja, so ein Schwachsinn. Wenn ich jetzt ein Mann wäre, möchte ich ja trotzdem das andere Geschlecht haben. Also männliche Geschlecht. Es gibt ja nur zwei. Entweder bin ich eine Frau oder wenn ich sage, ich möchte gern Mann sein, dann lasse ich mir ja auch ein... Ne, ich bin konform damit, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel, eine Lesbe, sich als Mann in der Beziehung fühlt und sich auch so verhält oder sowas. Das ist ja alles human, ne? So, sie kann ja auch gern ein Jochen sein und ihren Namen ändern und sich als Jochen vorstellen. Aber als Außenstehender natürlich ist das in erster Linie erstmal eine Frau. Ja, aber wie gesagt, das gibt bestimmt voll Shitstorm, dieses Video. Die Folge. Meine Meinung. Ich kann ja meine Meinung sagen. Nö, ist ja auch konform. Ich weiß nicht, das wird halt alles so ein bisschen überpubliziert, finde ich. Ja. Ich finde es halt einfach nur noch nervig. Sollen die doch alle leben, wie sie wollen, aber man muss doch nicht ständig da drauf eingehen. Was ich ja auch witzig finde. Dadurch wird es ja erst thematisiert, ey. Was auch schlimm ist, Schwule zum Beispiel, ne? Über das Thema Homosexualität, da wird ja mittlerweile auch durch dieses Gendern, damit fing das ja auch an, oder das Gendern ist ja dadurch entstanden, da wurde dieses Thema Homosexualität so stark thematisiert, dass Schwule, die sich vorher auf der Straße küssen konnten, das nicht mehr können, weil sie jetzt mittlerweile bepöbelt werden, weil dieses Thema aufgrund des Zwangs auch so viel Hass auslöst, ne? Das meine ich ja. Warum lässt man das nicht so, wie es ist? Jeder kann leben, wie er will. Nein. Genau. Es muss so thematisiert werden, dass das Hetze ist gegenüber anderen Menschen. Lass sie doch. Vorher gar nicht da war. Die lieben die sich. Mein Gott, ey. Dann, das ist doch kein Thema. Nee, aber es wurde, das habe ich jetzt gelesen, die Kriminalstatistik gegenüber Schwulen oder die Angriffe sind, glaube ich, jetzt 3 am Tag oder so waren das. Ja, weil das alles viel zu hoch gepusht wird. Genau. Und vorher war das halt, da es kein Thema war, hat es auch keinen interessiert, was die auf der Straße machen oder die so. Die lieben sich, das sie doch. Genau. So, und jetzt dadurch, dass wir darüber reden, thematisieren wir das auch. Und das gerade sogar öffentlich. Ja, aber ich finde es nicht schlimm, wenn da ein Mann, wenn da zwei Männer sich lieben oder zwei Frauen sich lieben. Ich finde, das ist die Rede nicht wert. Und die Leute, die halt echt so Schwulenhass haben, die müssen das mal positiv sehen. Mehr Frauen für euch, ne? Und die Konkurrenz wird auch gleich mit rausgenommen. Hm? Ich finde halt nicht, ey. Auch mit den... Das muss man mal aus der Warte betrachten. Mit den Trans oder so, dann soll, die sollen doch alle leben, wie sie wollen. Och, die sind voll cool. Aber das muss man ja nicht immer so... Och, nee, weiß ich nicht. Ich war ja auch mal in Hamburg in der Olivia Jones Bar. Habe ich ja auch mal ein Bierchen getrunken. Und da war Penny Fantastic. Werden Transen als er oder als sie bezeichnet? Ich meine, die laufen ja rum als Frau. Zumindest hat er eine richtig coole Stimme. Er kann richtig gut singen. Ich glaube, es ist egal, als was ich ihn betitel. Sie. Aber er war schon, der hat Stimmung gemacht. Er hat Spaß gemacht. Interessiert es auf jeden Fall nicht, wer da mit wem und... Ist ja auch egal, ne? Ich würde sagen, wir beenden diese Folge in Frieden und Harmonie. Nö. Nachdem ich Schwester Inge die Zähne rausgeschlagen habe, denn wie wir vorhin im Lied gehört haben, ich schlag auf den Kiefer. Inge! Oh, das war aber Glück. Wo bist du denn? Ach, irgendwo da hinten. Sieh dir die neuen Rüstungsdesign für den modernen Krieger an. Verbessert die Fähigkeit zur Fertigung von Rüstung. Geil. Oh, ich habe meinen Rucksack noch gar nicht gelootet. Oh, ich Schelm. Mhm. Er ist ja fertig. Guckst du nebenbei Fernsehen oder meinst du den Idioten, der mit dir spielt? Der Idiot, der mit mir spielt. Oh, das ist so ein Trottel. Ich kann den auch nicht ab. Der nervt voll. Also ich werde mich jetzt hier verabschieden, glaube ich. Was? Heute ist nicht mein Tag. Nee, heute... Ist schon okay, Jasmin. Ich werde meinen Kummer einfach in Alkohol ertrinken. Wir haben ja noch Großvater-Schnaps hier in der Lootkiste. Können wir. Also virtuell würde ich schon gern Alkohol trinken. Dann hau rein. Wo? Ich mach nicht zu. Warte, ich komme noch mit nach Hause.
Ja, ich meine ja nur. Jasmin, jetzt mach doch kein Drama draus. Schlechte Folge geworden, glaube ich. Wieso hast du dich wieder in einem Hobbyraum versteckt? Man hört nur mich. Ja. Ja. Nein. So. So, das war's auf jeden Fall für uns. Ja, heute. Hör auf damit. Wir können das nicht synchron. Dann mach du die Abmod. Ich kann das nicht synchron. Mach. Okay, das war's leider heute schon von uns. Jasmin will ja nicht mehr. Könnt gern schreiben, wenn euch das stört, dass ich nicht mehr will. So, wir sehen uns aber morgen gerne wieder. Lasst gern ein Like da. Wer kein Abo dagelassen hat, macht das gerne. Wir würden uns freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.